Sie sind die kleinen Stars im großen Modezirkus, Mini-Models am Rande der New York Fashion Week. Nicht selten wirken ihre Statements so künstlich wie ihre Wimpern und Extensions. Es macht Spaß, ich liebe den Laufsteg. Doch die kleinen Models leiden immer öfter unter dem Ehrgeiz ihrer Eltern, warnen Designer. Es gibt immer mehr Mütter, die ihre Kinder hier ins Rampenlicht drängen, die selbst berühmt werden wollen und dafür ihr Kind auf den Laufsteg schicken. Keiner ist so ehrgeizig wie er. Seit 8 Jahren investiert dieser Millionär in die Showbiz-Karriere seiner Töchter. Wenn mein Plan funktioniert, können Kendall und Kylie Jenner einpacken, dann übernehmen wir. New York vor wenigen Tagen, das Make-up sitzt, die Haare auch. Jetzt will nur noch die Fashionwelt erobert werden. Und dafür hat Giovannas und Alessandras Vater viel Geld investiert. Immobilienmillionär Ron Lyerly und seine Frau Kelly wollen ihre 9-jährigen Zwillingstöchter zu Megamodels machen. Wir fahren zur New York Fashion Week. Und ich werde dort den Laufsteg rocken. Ob die wohl schon bereit sind für mich? Für mich schon. Vor ihnen liegt eine Modelkarriere, hinter ihnen jahrelanger Drill, vom Vater auf Erfolg programmiert. In dem Geschäft zählt nur Performance und Perfektion. Seit ihrem ersten Lebensjahr müssen Rons Töchter strahlen und gewinnen. Wenn sie nicht gehorchen, ziehe ich andere Seiten auf. Tough love, wenn sie verstehen. Seit 8 Jahren kennen sie nur Erfolgsdruck. Dass Giovanna und Alessandra nun ihren ersten Laufstegjob haben, für Ron die Chance, nach oben zu gelangen. Darauf haben wir seit Jahren hingearbeitet, investiert, viel in die Modelausbildung gesteckt. Jetzt hier in New York zu sein, ist ein wichtiges Kapitel in ihrem Leben. Seit 6 Monaten fiebern sie diesem Tag entgegen. Jetzt müssen sie nur noch ordentlich abliefern, einen guten Eindruck hinterlassen und entdeckt werden. Man weiß ja nie. Alessandra wirkt angespannt. Seit ihrer Kindheit sind Beauty-Contests, wie hier mit 3 Jahren, so selbstverständlich wie falsche Zähne, Wimpern und Haare. Immobilienmillionär Ron hat nichts ausgelassen, um seine Töchter ganz nach oben zu pushen. Bei so viel Druck und elterlicher Erwartungshaltung wirkt Giovannas Erklärung irgendwie einstudiert. Meine Schwester und ich sind gerne hier und haben viel Spaß. Auffällig ist, die Minimodels werden immer jünger. Nicht alle wirken glücklich und gesund, finden Kritiker. So auch Robin Porter, eine anerkannte Jurorin der Miss America-Wettbewerbe. Früher, als ich selbst noch für viele Jahre Jurorin bei Kinderschönheitswettbewerben war, dachte ich, es sei okay, dass sie so jung sind. Heute sehe ich das anders. Schuld daran sind meiner Meinung nach die Eltern. Sie vermarkten ihre Kinder, lassen sie nicht unbeschwert aufwachsen, sondern zerren sie vor jede mögliche Kamera. So wie Eden Wood, eine 12-Jährige, die inzwischen als millionenschwerer Superstar der Kinder-Beauty-Industrie gilt. Auch sie nimmt seit ihrem ersten Lebensjahr nahezu allen Misswahlen teil. Eden verlor kaum eine, verdiente ein Vermögen und hat nun beste Chancen als Showbiz-Shootingstar. Was die Kindermisswahlen angeht, habe ich mich mit 6 Jahren, wenn man so will, zur Ruhe gesetzt. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber eine Laufstegkarriere würde mich schon reizen. Ich singe und schauspielere ja noch. Genau so hat offenbar auch Immobilienmillionär Ron Lyerly die Zukunft seiner beiden Töchter verplant und schon vor Jahren ordentlich investiert. Etwa in eine eigene Veranstaltungshalle, regelmäßige Wettbewerbe, professionelle Ausbildung und eine eigene Halle voller Kleider. Kosten in Millionenhöhe, die sich nun für ihn auszahlen sollen. Finanziell betrachtet ist der Erfolg für mich wichtiger. Meine Töchter brauchen ihn nur für ihr Ego. Wir müssen hier erfolgreich sein. Es geht um viel Geld. Hier entscheidet sich das gesamte restliche Jahr. Wer welche Modeljobs bekommt, für welche Kampagne gebucht wird und damit wie viel verdient. Dann haben Giovanna und Alessandra ihren großen Auftritt. Die Zwillinge eröffnen die New Yorker Show. Das Publikum ist begeistert. Doch hinter den Kulissen herrscht Besorgnis darüber, wie manche jungen Models unter ihren Eltern zu leiden haben. Manche gehen so weit, dass sie ihre Kinder bestrafen oder bedrohen. Und das schon wegen Nichtigkeiten. Meist sind es Mütter, die ihre Kinder so schlecht behandeln. Sie versuchen, ihren Nachwuchs um jeden Preis zu einer Berühmtheit zu machen und ihn dann ins Fernsehen zu bringen. Das erlebe ich ständig. Vorhaltungen, die Alessandras Mutter bestreitet. Doch diese Bilder beweisen, dass auch bei ihren damals 3-jährigen Töchtern Wettbewerbe schon mit Heulkrämpfen und Schreiattacken geendet haben. Kinderschönheitswettbewerbe sind eben eine harte Schule. Sie formen die Mädchen. Jedes hat die Chance, auf die Bühne zu gehen und einen Preis zu bekommen. Für ihr Selbstbewusstsein ist das natürlich super.
Hier aber als Laufstegmodel abgelehnt zu werden, ist schon etwas völlig anderes. Am Ende aber sind Giovanna und Alessandra nicht nur um jeweils 2000 Euro Gage reicher, sondern auch um einige Folgejobs. Es fühlt sich so klasse an, hier gelaufen zu sein. Es war toll und wir hatten viel Spaß. Sie waren perfekt. Wann werden die beiden aufhören? Hoffentlich nie. Wenn sie zu alt werden und eigene Kinder haben, müssen eben meine Enkel ran. Zeit zum Verschnaufen wird Giovanna und Alessandra auch nach ihrem Laufstegdebüt am Rande der New Yorker Fashion Week kaum bleiben. Die nächsten Modeljobs warten schon. Ron Lyerly ist zufrieden. Der Businessplan mit seinen Töchtern scheint sich endlich auszuzahlen.